Marina, du kennst sie wahrscheinlich aus dem Fernsehen. Ihr habt es die letzten Male schon miterlebt, wie die leichten fünf sind. Sagt's ehrlich, wie sind die leichten fünf? Beschissen. Ich habe jetzt schon wieder so Schiss. Ich habe so verkackt beim letzten Mal, du. Aber es ist wirklich super leicht. Also Marina, lass dich jetzt nicht beeinflussen. Es ist super leicht. Die leichtesten Fragen, die wir haben. Wir haben wirklich heute so Fragen dabei. Auch wenn ihr nur eine Gehirnzelle habt, reicht's, das zu beantworten. Ihr könnt an dieser Stelle 5 Punkte holen. Ich stelle eine Frage. Richtige Antwort gibt einen Punkt. Jede falsche keinen, logischerweise. Wir werden hier alle mit 5 Punkten nach Hause gehen. Mir inklusive. Joko, kurze Unterbrechung. Du müsstest Klaas jetzt noch durchverarschen, weil er bisher in 2 Sendungen erst eine der leichten 5 beantwortet hat. Diese dumme Sau, ey. Ja. Unglaublich. Was hast du denn vor heute? Wie viele Punkte möchtest du holen? Vielleicht einfach nur mal vor, so eine Tendenz bei dir abzuholen. In den 5? Ja. Ja, die sind ja super einfach. Ja. Das ist ja, sagt ja schon die Kategorie, ne? Das sind ja die leichten 5. Absolut. Und ich halte mich also für ziemlich intelligent. Und deswegen werde ich 5 Punkte machen. Absolut, glaube ich auch. Okay. Dankeschön. Und danke. Ich werde das als Zustimmung. Danke. Um dann einfach die erste Frage zu stellen und euch den ersten Punkt quasi zu schenken. Hier ist sie. Nennt mir bitte eine Konjunktion. Nochmal bitte? Ne. Ich liebe, wenn du deine Stirn in Falten legst, Klaas. Hm? Wenn du mich anguckst mit so einem Blick von mir so, eine Konjunktion. Nennt mir bitte eine Konjunktion. Steht auch unten immer auf dem iPad. Na klar. Ja. Nee, das also vergiss Folge auch 3. Erst das dritte Mal, dass ich das jetzt mache. Kein Problem. Also irgendwas. Irgendeine Konjunktion. Okay. Und dafür müsste man jetzt natürlich wissen, was eine Konjunktion ist, ne? Also. Ja. Kann ich auch mehrere aufschreiben, ja, in der klar. Hoffnung, dass eins dabei ist? Wir gucken einfach mal, was wir hier zusammenbekommen. Ist auch immer so ein Gradmesser für uns hier, auf was für einen Abend wir uns einstellen können. Weil Sie und ich, wir gehen hier gemeinsam heute durch ein Stahlbad der Gefühle. Klaas, hast du was aufgeschrieben, Klaas? Ja. Ja. Sarah hat was aufgeschrieben, Marina hat was aufgeschrieben. Lena schreibt noch was. Ja, ich hab's. Okay. Magst, dass du schon verdeckst und dass ja keiner abschreibt. Obwohl ich keine Ahnung habe, verdecken, ne? Safety first. Nicht, dass jemand was Falsches abschreibt und dann nachher keinen Punkt bekommt. Sarah, okay, cool. Wir fangen bei dir an. Ich habe geschrieben, ich atme noch. Was hast du dir dabei gedacht? Na, Konjunktion ist doch ein Verb durchkonjugieren. Also ich atme, du atmest. Er atmet. Ist das nicht eine Konjunktion? Bin ich da falsch? Ne, konjugieren ja? Ist das, was du gerade beschrieben ja? hast. Wir suchen eine Konjunktion. Das ist falsch. Really? Aber Klaas weiß das bestimmt. Heute 5 Punkte. Ich ging. ist nicht, wenn man... Ich habe das so verstanden wie Sarah, wenn man... Nein! Also, ich kann mich jetzt hier als allwissendes Arschloch hinstellen und sagen, das weiß man doch. Aber ich bin ehrlich zu euch, ich stand hier in der Probe und dachte mir, what? Was zum Geier ist eine Konjunktion? Ich habe es genauso gemacht, ist falsch. Ja, bin ich gespannt. Also ich glaube, ohne Witz, dass es ein Verbindungswort ist. Aber ich weiß nicht, ob ich sozusagen ein richtiges Verbindungswort aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht. Ja, an welches Verbindungswort hast du gedacht? Ich habe aufgeschrieben, so das, wenn und. Wow. In Hoffnung, dass eins davon eine Konjunktion ist. Eigentlich so das, da, ich bin mir am sichersten, dass es so das ist. Das ist verrückt, weil es sind alle richtig. Wirklich? Gut. Gibt einen Punkt. Mega gut. Gut. Woo. Marina. Woo. Was hast du geschrieben? Ich habe und geschrieben. Und? Ein Verbindungswort. Und reicht genauso. Bindewort, Fügewort kann man auch sagen. Gibt mehr als 90 Konjunktionen. Sehr, 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 sehr schön. Rechter Teil. Okay, linker Teil. Aber da habe ich mir bei Gottschalk, als der hier war, abgeguckt und gesagt, na, ich habe das nicht richtig verstanden. Ja. Woher soll ich das wissen? Meine Güte, ich bin 100 Jahre alt. Ja. Das war Herr Gottschalk, du bist leider nicht 100 Jahre alt und ich weiß, dass du mich verstanden hast. Wie viele Quadratzentimeter passen in einen Quadratmeter? Ach komm,
Es ist wirklich, also ohne Scheiß jetzt, es ist eine sehr leichte Frage, wenn man ganz kurz sich auf der Zunge zergehen lässt, was ich gerade gefragt habe. Quadratzentimeter in Quadratmeter. Hast du mich verstanden, Klaas? Mein lieber Joko, ich hab natürlich hier, na klar. Guten Abend, ah, der Bürgermeister. Schön, toll. Herr Söder, super. Wir schließen die. Sarah fängt nochmal von vorne an. Ja. Ich wollte gerade die Runde schließen. Nein. Oh Gott. Ich würde gleich von, ausnahmsweise von 5, weil es die leichten 5 sind, runterzählen. Stopp. Ja. 5. 4. 3. Nein, stopp. 2,5. 2. 1,5. 1. Und ich schließe die Runde. Sarah. Nee, ich will nicht anfangen. Fang mal Klaas an. Das, wenn das deine Show ist, kannst du das entscheiden. Wenn es meine ist, entscheide ich das. Sarah, komm. Das ist falsch. Das ist bestimmt falsch. 100 Quadratzentimeter. Aber es sind bestimmt nur 10 Quadratzentimeter, ne? 100 Quadratmeter. Wie viele Quadratzentimeter? Naja, also natürlich Zentimeter, natürlich. Nee, ist falsch. Das 10 wäre es gewesen. 10 Quadratzentimeter. Wir decken mal den Rest gleichzeitig auf und gucken bei allen gleichzeitig drauf und schauen, was ihr als Antworten habt. 10.000, 10.000, 10.000. Und das ist richtig. 10.000 da. Und deswegen habe ich noch mal drauf, deswegen habe ich noch mal gesagt, Quadratzentimeter in Meter. Und dann dachte ich, das hilft vielleicht, weil ein Meter sind 100 Zentimeter. Dann rechnet man 100 Zentimeter mal 100 Zentimeter und das sind dann 10.000. Ich habe es tatsächlich, ohne Scheiß, ich habe es genauso gemacht. Ich habe 100 Zentimeter gleich 1 Meter und dann habe ich 100 mal 100. Und dann, was ich dann gemacht habe, ist so doof, dann habe ich die Nullen gezählt. Wirklich? Ja. Aber ich glaube, das hätte ich genauso gemacht. So doof. Also, der Weg ist egal, das Ergebnis muss stimmen. Wir haben ein Zeichen für euch vorbereitet. Das erscheint jetzt dort oben und fragen euch, was bedeutet dieses Zeichen? Fuck. Hm. Schreibt's bitte auf. Aber ich glaube, fuck ist nicht richtig. Wisst ihr es alle zuzuordnen, wo es herkommen könnte, dieses Zeichen? Wo hat man das schon mal gesehen? Du meinst jetzt, ob es aus dem Verkehr oder aus einer Autoanzeige oder... Sowas. Ich hatte unterschiedliche Kategorien erst im Kopf. Du hattest zwei unterschiedliche im Kopf. Ja. Lass uns gleich darüber reden, welche das waren. Klaas, weißt du, was ich an deinem Outfit liebe? Na? Das ist so ein Gag, ne? Ja. Und der dauert jetzt 4 Stunden. Das ist so, weißt du, das ist ja auf jeder Verkleidungsparty so. Man kommt irgendwie so als Pferd verkleidet und dann nach einer halben Stunde redet man mit einer Parkuhr über Steuersachen. Ja, genau so. Und dann vergessen alle, dass sie verkleidet sind und dann geht es halt so normal weiter. Das finde ich aber in Ordnung, das ist total okay. Ich will ja auch, dass ihr euch daran gewöhnt, weil ich will jetzt so peu à peu, will ich meine, wie sagt man im Fernsehen, Personality, ja, möchte ich so verschieben Richtung etwas schrulliger. Vielleicht mache ich nächste Woche einen Ohrring. Vielleicht. Okay. Einladen. Ich fänd's schön. Noch Bauchnabel-Piercing hast du noch? Von daher. Hab ich noch, genau. Hast du noch? Ja. Lena, wir fangen bei dir an. Ich mach die Runde zu. Was hast du aufgeschrieben? Was bedeutet dieses Zeichen, was wir da oben sehen? Ich würde sagen, nicht waschen. Nicht waschen. Oh nein, es lachen schon Leute aus dem Publikum. Ja, das ist falsch. Ja. Ich decke den Rest gleichzeitig auf. Nicht in den Trockner, nicht in den Trockner, kein Trockner. Das ist richtig. Wo warst du noch? Ich dachte erst an Wahl. Bitte? Ich habe erst an Wahlzettel gedacht. Ah, Wahlzettel könnte auch sein. Hier würde ich ja Kreuz machen, aber nicht in den Trockner. War gut, dass du das aufgeschrieben hast. Wie sieht dann nicht waschen aus? Ist dann eine Wanne und die ist durchgestrichen? Ja. Als und dann gute gibt es, glaube ich, noch. Weiß ich sowas natürlich. Dreieck ist, glaube ich, nur in die Reine. Was ist das Dreieck? Ich weiß es nicht. Ich halte die Schnauze. Sage ich nicht. Wer war, nächste Frage, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Oh. Vor- und Nachname bitte.
Die Mucke dazu hilft aber auch nicht. Ja, die macht's nur schlimmer. Wenn du es jetzt falsch machst, bist du der Idiot der Nation. Gar nicht. Bei mir ist letzte Woche schon Kennedy wieder zum Leben erwacht. Ich kann mich in den 90ern, ne? Alle haben was aufgeschrieben. Ey, es ist so, man sitzt am Fernseher. Schließe die Runde. Einfach. Und wenn ich es Ihnen zu Hause erzähle, Sie hören mir zu. Jetzt keiner mitbekommen, ich habe die Runde geschlossen. Wir decken jetzt nacheinander hier gleich auf und dann werden Sie erstaunt sein, wie viele Punkte Sie hier sammeln. Wer mag als erstes? Sollen wir einfach mal bei dir anfangen, Lena? Super gerne. Lena, was hast du aufgeschrieben? Ich habe Konrad Adenauer. Und wer hat das noch aufgeschrieben? Hand hoch. Wer hat es noch aufgeschrieben? Wir checken es einmal. Alle haben Konrad Adenauer. Alle bekommen einen Punkt. Top. Von 49 bis 63 und er war sogar noch in der Zeit von 51 bis 55 parallel Außenminister. Damals konnten Bundeskanzler noch richtig arbeiten. Wir haben eine weitere Frage. Nenne ein Land, durch das der Äquator verläuft, außer Ecuador. Und ich muss euch nicht sagen, wie lange ich gebraucht habe, um zu checken, dass dieser Landesname was mit dem Äquator zu tun hat. Das ist halt bei mir auch gerade das erste Mal. Ich bin hier auch. Ja, ich hab's auch nicht gereilt vorher. Ich auch nie. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge Länder, die da auf dem Äquator liegen. Seid ihr schon mal über den Äquator gefahren irgendwo? Drüber geflogen? Wenn ich euch jetzt erzähle, dass ich mal drüber gefahren bin und die ganze Zeit immer hin und her gesprungen bin und das wahnsinnig witzig fand, wundert das einen? Nee. Ich weiß auch, warum du da warst. Auch ein Land. Wir machen die Runde zu, oder vielmehr ich mache sie zu und ich frage euch nach Antworten. Klaas, bei dir fange ich an. Brasilien habe ich auf. Brasilien hast du gesagt und das ist korrekt. Ein Punkt für dich. Soll ich jetzt sagen, was ich gesagt habe? Ich habe Afrika gesagt und dann in Ghana dazu geschrieben. Afrika, Ghana. Das ist falsch. Ärgerlich, nicht schlimm. Weiter geht's. Lena. Ich habe einfach Mexiko geschrieben. Mexiko. Mexiko ist... falsch. Falsch. Ja. Okay. Marina? Ich habe Indonesien gewählt. Indonesien. Indonesien ist... richtig. Ein Punkt. Okay. Das ist eine Ansage. Das war auch schon die letzte Frage. Und damit... schließe ich die leichten 5.